Jetzt bin ich mal hier gerade zurückgeritten. Da oben sind offenweise Blumen. Und jetzt sehe ich da, dass da irgendwo einer hockt, den wir uns unterhalten können. Kaum vorstellbar, dass überhaupt jemand aus Komoda entkam. Was er, was sie hier zu sagen hat. Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. So, wo ist das jetzt? Himmelsschlag, Schwertkit. Okay. Da haben wir auch noch einen unentdeckten Ort. Zack. Auf geht's. Da lang. Du bist ein braves Pferd, Nobu. Los jetzt, Nobu! Ich. Der gute Nobu. Hier lang. Oder? Da ist es. Die heiße Quelle Burg Bleck haben wir entdeckt. Den Tag seines Todes vergesse ich nie. Ich hätte meinen Vater retten können. Wäre ich älter gewesen, stärker und nicht so verängstigt. Haben wir es geschafft. Maximale Gesundheit wurde oder erweitert. So. So. Mystische Geschichten. Suche Musikanten auf, um Geschichten überlegender Techniken und vergessenratende Schätze zu hören. Ach du Nase. Ab ins Dojo. Oh, schnell Reise. Ach, shit. Ja, jetzt habe ich das vergessen. Hier oben, hier irgendwie war auf dem Berg hier irgendwie was. Ah, shit. Wenn wir den Weg noch markieren, wa? Dass ich da rein wollte. Oh.
Ah. Die Schweinchen muss ich hier killen. Da wollte ich nämlich hin. Scheinbar was. Vor allem jetzt kann ich ja mal gucken. Sashimono-Banner. Okay. Gesprungen, ich Depp. Halt der T gedrückt und drücke X, Y, B oder A. Okay. Keine Ahnung, was mich da gerade geritten hat. Hier, ne? Genau. Ein Glücksentleiter zeugt nach Komoda, um die Toten vom Strand zu... Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie. Karte aktualisiert. So. Irgendwo da ganz unten. Und ich bin erst da oben. Oh Mann. So. Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Nee. Munition in zur Zahl. Ich kann nur kaufen, ne? Merke ich gerade. Lein, Leder, Pfeil, Kunai. Das bringt mir alles nichts. Wir sehen uns wieder. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht, mein Herr. Ja, ich habe gedacht, dass ich hier kaufen kann. Das ist ja irgendwie auch was. Das macht er gar nicht. Shitty, shitty. Fiança.
27 Vorräte. So. Genau, hier lang. Fürster Kai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Okay. Alter, hier bist du abgelenkt ohne Ende, ne? Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Hm. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich. Bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einem Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. So. Yoshi Haiku, nicht abgeschlossen. Stürmband der Harmonie. Da oben. Sakai. Also der Typ hat da unten mir einen erzählt, ich soll hier oben irgendwie... Kann ich hier hingehen? Okay. So mal angucken. Weil da war ja nur RT und ich wollte ja nicht wieder runter. Das wollte ich ja nicht machen. Gibt es Neues von Tomoe? Auf den Wegen zum Hiyoshi-Hallbad wurden Reisende erschossen. Niemand wagt sich mehr hinaus oder Vorräte hinzubringen. Ihr glaubt, das war sie? Strategisch platzierte Schützen können eine ganze Stadt isolieren. Das war doch eure Taktik als Bogenmeister des Nagao-Clans. Tomoe war eine gute Schülerin. Zu gut. Wir bekämpfen euer Ebenbild. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Mhm. Kommt.
Wie sollen wir diese Bogenschützen finden? Wir denken wie Tomoe. Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi-Hallbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja. Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Es wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Erreiche die Küstenstraße? Wo muss ich jetzt hin? Was habt ihr Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheimlicht. Warum ihr den Nagao-Clan verlassen habt? Das ist kein Geheimnis. Ich setzte mich zur Ruhe. Und ich mochte die heißen Quellen. Aber ihr lehrtet weiterhin. Nicht sofort. Woher der Sinneswandel? Der Bogen ist mein Leben. Ohne ihn fühlte ich mich tot. Und ich wollte leben. Bereut ihr, das Kriegerleben aufgegeben zu haben? Den Bogen zu meistern heißt, sich selbst zu meistern. Das ist der einzige würdige Sieg für einen Samurai. Oh. Der Rest ist unbedeutend. Okay. Wir nähern uns. Unschuldige Reisende ermordet. Helfen Sie Ihren Mördern, ihnen über den Sandhügel nachzufolgen. Stellt euch! Genau. Alter, wie viele sind denn da auf einmal? Alter. Erstmal.
Na, was hast du vor? Was hast du vor? Erreiche die Brücke an der Küste. Okay. Au. Hey. Wir sollen jetzt in die Richtung, ne? All diese unschuldigen Opfer. Tomoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihr Volk hintergangen. Sie verriet uns, weil die Mongolen ihr Macht bieten. Reichtum, Ansehen, all das war ihrem Stand verwehrt. Tomoe wusste, dass sie mehr verdient hatte als ihr Geburtsrecht. Er zeigt so viel Mitgefühl. Mitgefühl ist hilfreich. Selbst für einen Krieger. Wer hat euch das gesagt? Sun Tzu? Mein Onkel. Und er hat das nicht gesagt, sondern vorgelebt. Gnade. Hinterhalt! Von Ladinzen! Sagt sie! Pinkerson! Ein Schlangennest ist noch übrig. Kommt! Wie wurde Tomoe eure Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte. Doch sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgebildet. Ihre Haltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein. Einer Mörderin. Das erkannte ich erst viel zu spät. Okay. Ui, so.
Da müssen wir hoch, Leute. Negium Harsinta, due! Bibi, ist ein Dorso! Dorso! Asha, ihr Tuch, du Schuster! Dorso! So! Dorso! Ой, өнөө гэх чи харна. Сашо, дургэн. Аа, Сашо. Очиж бари. Sensei Ishikawa! Du kennst den Namen Ishikawa? Ja, ich habe eine Botschaft. Sprich! Sensei, das ganze Hiyoshi-Hallbad wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagao. Genug! Hironori Nagao. Fiel er nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Körnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi-Heilbad und einem Blutbad. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit.
Was sollte ich machen hier? Noch ein bisschen sammeln. Sachen wir hier wieder brauchen, glaube ich. Oder kann ich gebrauchen, so. Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Na denn.